Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Heute am Montag, eine frische neue Woche hat begonnen. Hier, noch einer ist fertig, das ist der Pasco Junior. Ja, aber das war der richtige Pasco, ne? Nicht, dass wir den neuen Pasco, den alten Pasco die Maske geben sollen. Egal, wird schon passen. Ich habe volles Vertrauen, dass alles in Ordnung ist. So, ja. Oh, was machen wir jetzt mit dir so lange? Ich noch nicht weiß, was ich mit dir mache. Da. Ich weiß nicht, ob Pasco noch trainieren möchte, deswegen stellen wir ihn erstmal da unten hin. Für den Fall der Fälle, dass gleich jemand angreift. Wollen wir nicht, dass er krepiert. So, wen haben wir hier unten zu stehen? Bruder und die 15. Die 15 kann ruhig weitermachen. Wir gehen in die Sporthalle zu Bruder. Und wo waren wir bei Bruder stehen geblieben? 400 haben wir das letzte Mal gemacht. Wo ist denn der Kollege? Ich muss hier wieder ein paar Sachen löschen. Da. Ich möchte Stärke 3, 5 und 4. So, ist das der Stärkeraum? Ist der A-Raum? Ach, da unten. Auf 5. Okay. Du hast jetzt Stärke auf 5, alles klar. Und Beweglichkeit kommt jetzt auch noch auf 5. So, 500, zack. Da kannst du weiter trainieren. Hier haben wir einen Glückspilz. Der Spartan. Oh, eine Intelligenzbestie ist fertig. So, hier haben wir jetzt genug drin, ne? Dann stellen wir jetzt da mal ein paar hin. Okay, oh, wieder zwei maximierten. Nice. Wen haben wir hier? Cynthia Walker, das ist der von Deadline. Dann gehen wir ganz nach unten ins Lager. Dann haben wir maximiert Julian Jr. Der geht auch mal runter ins Lager. So, dann haben wir hier den Tywin Lannister. Ich muss ihm noch das Geld abziehen. Ich habe ihm anscheinend das Geld nicht abgezogen für den letzten Punkt. Das heißt, wir ziehen jetzt alles auf einmal ab. So. Wo haben wir ihn denn? Oh, da müssen wir ziemlich hoch. Pasco. P5. Igor. E auf 10. Alles klar. Oh, gut. Du bist ja gut dabei, ne? Das heißt, er hat das letzte Mal gemacht. Falls ich ihm das doch nicht abgezogen habe. Ich habe ihn 600 abgezogen. Doch, klar. Du hast vergessen, mir das Feld für das Training abzuziehen. Das Geld. Nee. Also, ich gucke hier gerade in die Liste. Und da steht, stand's doch gerade. Wo da? Removed 600 from Igor. Ja. Achso, 700. Ach, okay, du hast recht. Ich habe Unrecht. Das heißt, wir ziehen die jetzt 1500 ab. So. Gut, haben wir das geklärt. Wen haben wir noch hier? Mrs. Handy. Und Mrs. Handy ist am Trainieren auf E8. Einmal noch. So. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu euch, Kollegen, hier. Endlich ist ein S. Ich dachte A. Ah. Wir haben da nur einen einzigen A trainieren. Da muss er eigentlich, muss da mehr hin. Minus 3. Seid ihr alle maximiert hier drin? Hast du nicht gemacht, Seroy. Hast du nicht gemacht. Na gut, wir brauchen ja eh zwei Stärkeräume. Von daher ist okay. Haben wir schon mal vorgeplant, ne? Also wir können doch ruhig noch mehr vorplanen. Und ich würde sagen, hier haben ja zwei gefehlt, ne? Stecken wir da noch einen rein. So, dann trainierst du Stärke, würde ich sagen. Zack. So, hier haben wir 14. Da haben wir 2, 3, 4, 4 Stück. Sehr schön. Und was ist hier eigentlich los? Genau. Da
Joy6. Aber wir haben sogar eine Frau als Spaten. Nice. Du müsstest dann Spaten 3 sein. Habe ich das so geschrieben oder andersrum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es andersrum geschrieben. Ich glaube, ich habe es so geschrieben. So. Was? Ich habe doch das Mädel. Achso, das Mädel kann man ja gar nicht packen. Gut. Dann nehmen wir die Katze von Mrs. X wieder weg. Mrs. X kommt wieder in diesen Raum. Und dann würde ich sagen, machen wir mal Sprühlingsgefühle. Der O-Stern steht vor der Tür. So, da habt ihr es. Ich hab's gesagt. Hasst mich. Finde die heilige Platine. Alles klar, ist nicht so groß. Das gefällt mir schon mal. Ich hasse riesige Vaults, weil die einfach immer zu lange dauern. Ah, ihr seid sicher, die Vault-Bewohner geschickt wurden, um uns zu helfen. Atom sei gepriesen. Ich bin Thaddeus und das hier ist die Schwester Olivia. Die heilige Platine muss hier irgendwo sein. Hier wurde Bruder Will zuletzt gesehen. Das heißt, Bruder Will ist höchstwahrscheinlich ein leuchtender Ghoul. Warum ist die Platine so kostbar? Wer ist Bruder Will? Wollt ihr uns nicht helfen, sie zu finden? Ja, warum ist sie kostbar? Helfen werden sie sowieso nicht, das sind NPCs. Wer Bruder Will ist, das will keiner wissen, weil der ist gleich tot. Und ja, das Einzige, was mich interessiert, ist, warum die Platine so kostbar ist. Oh. Sie kündet von O-Stern und der Ankunft der sechsten Sonne. Gute Erklärung, danke. Okay, dann wollen wir mal töten. Ein leuchtender Ghoul wird höchstwahrscheinlich der gute Will sein. Der wird dann sagen, hey, ich bin der Will und ich will dich töten. Übrigens, ist das nicht irgendwie, wie nennt man das in der Religion, ein Sakrileg? Diesen Anzug zu tragen? In dieser Religion? Ich meine, sie vergöttern quasi Atom und sie schützt sie ja vor Atom. Also, wo geht das nicht auf, oder? Kann das sein? Hm. Naja. Wenn die meinen... Die wissen schon, was sie mit ihrer Religion anfangen. Ich meine, jede Religion weiß, was sie tut. Alles klar, Kakerlaken. Ich denke, damit können wir alle leben. Wieso ist das so leise? Übrigens, ja, ich habe gemerkt, dass Julian in der vorletzten Folge nicht zu hören war. Das ist ein grausames Spiel jedes Mal. Ah. Ich muss ab sofort, wenn ich jemanden mit reinnehme in die Folge, dann muss ich checken, ob der Discord auch aufgenommen wird. Ich habe das extra so eingestellt, dass es separat aufgenommen wird, damit ich die Lautstärke halt ändern kann von dem anderen. Und beim Schneiden habe ich es ja halt bemerkt. Der ist ja gar nicht zu hören. Ja, weil sich jedes Mal, wenn ich irgendwie hier umbaue oder irgendwas mache, sich der Treiber aktualisiert, wenn ich mein Audiogerät ein- und ausstecke. Das heißt, es wird ein anderer Treiber ausgewählt. Anderes Gerät im Discord. Und dann vergesse ich es einfach. Schade eigentlich, schade. War witzig. Nur ihr werdet es nie erfahren. Alles klar, noch mehr Kakerlaken. Oh ja, wir hatten ja gerade schon so eine Viechers, ne? Guck mal, wie sie zerlegt werden. Ein nach dem anderen. Haben wir schon irgendwas Gutes gefunden, bevor ich angefangen habe zu reden? Gar nichts. Das war doch eigentlich eine richtig gute Quest. Ah, wir können sie hier jetzt nicht einsehen, ne? Schade. Weiter geht's. Oh, bist du Bruder Will? Bitte nicht scheißen. Ich scheiße nämlich gleich ins Gesicht. Ich glaube, ich habe die anderen verloren. Bist du Bruder Will? Na ja, gut, ich habe gedacht, du bist schon ein Ghoul. Ja, immerhin sind mir die Haare ausgefallen. Er ist auf dem Weg. Ich dachte, ich hätte unseren verschollenen Bruder Will gesehen und wollte ihm folgen. Okay, es ist nicht Bruder Will. Am Ende war es nur eine riesige Maulwurfsratte, die auf den Hinterbeinen gelaufen ist. Alles klar. Was ist los mit Bruder Will? Das habe ich ja schon festgestellt. Er ist wahrscheinlich ein Ghoul. Was kannst du über O-Stern erzählen? Das interessiert keinen. Ja, was kannst du über O-Stern erzählen? Erzähl mir endlich ein bisschen mehr davon. Verheimlicht nicht eure Informationen vor mir. Das ist kurz bevorsteht und dass dann eine neue Zeit kommen wird. Preiset Atom!
Alles klar, gib mir dein Zeug. Ich bin dann mal weg. Wo ist denn die riesige Maulwurfsratte? Das will ich sehen. Hörte sich eher an nach einer Todeskralle. Vielleicht hat er eine Todeskralle gesehen. Ah, guck mal, Ghule. Wir kommen der Sache immer näher. Anscheinend, je weiter runter wir gehen, umso verstrahlter wird es. So schön zerfetzt, jawohl. Komm, den Rest krieg ich auch noch weg. Nice. So, Kronkorken für die Vault. Ist immer gern gesehen. Wir brauchen echt unbedingt Geld. Vor allem, wenn es dann später zu den legendären Sachen kommt und jeder dann legendäre Sachen bauen will. Gut, nicht jeder hat das Geld und das dauert wahrscheinlich ewig, das Geld zusammenzubekommen. Aber dann müssten wir das ja auch in der Vault haben, ne? Wenn wir das Vault nämlich in der Vault, das Geld in der Vault nicht haben, kann man halt auch nicht bauen. Versteht ihr? Dann muss man halt so eine Warteliste machen. Ich weiß nicht, wie stellt ihr euch das vor, wenn die legendären Sachen da sind und wir kein Geld haben? Einfach eine Liste anlegen mit der nächste, wenn wir wieder Geld haben? Oder schreibt es mal in die Kommentare oder in Discord. Da ist doch die Buddy. Aber ich schwöre euch, der Will ist ein leuchtender Ghoul. Aber zumindest ein Crit kann ich verbrauchen. Ja, es hat schon geholfen. So. Nein! Am Anfang kamen doch ganz viele Kakerlaken. Die wollte ich mit den Fäusten kaputt machen. Ah, diese Dummheit, sie tut gerade so unendlich weh. Ja, nächste Quest. Was soll's. Militärplatine. Packe ich hier in den Shop. Komm schon. Er ist in einer anderen Quest. Oh, ich fasse das jetzt nicht. Kannst du den Crit auf den hier machen? Er ist einfach in einer fucking anderen Quest. Oh, der gute Will. Wie ist er hier rausgekommen? Hier durch diese Tür oder was? Ist er dann hier, hat er sich hier durchgebuddelt? Na gut, wir klauen jetzt mal die heilige Platine und hauen ab. Aber 3000 Kronkorken und einen Nuka-Cola für die Vault. Also es hilft schon ganz gut, ne? So, Stim the Red. Wir haben noch Juju von Julian. Okay, alles klar. So. Du bist wahrscheinlich noch eine Frau, oder? Julian Junior? Nö, er ist schon ein Mann. Nice. Okay. Habe ich das schon mal richtig gemacht? Dann stelle ich mal da rein. Ich gucke noch mal kurz nach Pasco. Ja, so bei Shop Brooks. Alles klar. Habe ich richtig gemacht. Sehr schön. Ich hab schon lange nicht mehr alles richtig gemacht. Ha! Ist ja richtig gut. Und vor allem, Mrs. Handy und Julian möchten Outfits tauschen. Ach, gegen die Soldatenuniform. Jetzt sehe ich's. Okay, ich lösche es wieder. Alles klar. Hab's gesehen. Sorry. Mein Fehler. Fehler machen ist menschlich, Leute. So, Mrs. Handy. Wo bist du? Ich habe dich irgendwo gesehen. Mrs. Handy, Soldatenuniform. Soldatenuniform. Okay. Und jetzt zerlegen wir mal Julians Sachen. Er hat sich gewünscht, die Sachen zu zerlegen. Und zwar haben wir als allererstes ganz viele andere Waffen. Da, ein panzerbrechendes Sturmgewehr. Zerlegen wir. Doch, ist richtig gewesen. Zwei Spielzeugautos, zwei Wecker und ein Superkleber. So, dann haben wir ich glaube, die habe ich einem Kollegen gegeben, oder? Ne, das ist sie. Doch, das ist sie. So, panzerbrechende Jagdflinte. Ein Taschenventilator. Was? Drei Spielzeugautos und ein Superkleber. Ja, er sammelt Superkleber, ist auch nicht schlecht. So, und dann kommen wir zu dem rostigen Lasergewehr. Zweimal die Lupe, eine Kamera.
Eine Schaufel. So, sehr schön. Kommen wir zu den Outfits. Die Soldatenuniform tauschen wir jetzt gegen die Techniker-Outfit. Ein Baseballhandschuh, drei Spielzeugautos und ein Brahmin-Leder. Dann kommen wir zur Gelehrtenrobe. Ein Baseballhandschuh, vier Garen und zwei Brahmin-Leder. Und zum Schluss, halt ganz schön viele Sachen hier zum Auseinanderbauen. Zum Schluss. Das ist der hier. Alles klar. Uniform des Überlebenskünstlers. Zwei Lupen, drei Spielzeugautos und vier Brahmin-Leder. Glücksgriff. Sehr schön. Soll er erstmal Brahmin-Leder ohne Ende? So. Okay. So, wo ist mein Discord? Ich brauche mein Discord. Haben wir bei der Questanmeldung noch was? Ich würde gerne Tankbuster gehen, sobald es möglich ist. Maxi. Ich glaube, der ist gerade schon auf dem Weg dahin, ne? Die Infiltration. Stimmt, wir haben da noch zwei Stück. Wie viel Zeit haben wir schon, Intus? Nein, das ist der falsche. Da. 16 Minuten. Ich würde sagen, wir nehmen Pasco noch mit, oder war das Pyro? Pyro, ne? Pyro. Ich P, P, weißt du, beide mit P. Was weiß ich? Keine Ahnung. Beschaffe die streng geheimen Dokumente. Verdammt, das war die falsche. Egal, ziehen wir es durch. Pyro, ne? Ja. Da geht's lang, das habe ich in C. So, 8 und 7 hast du dabei. Hier hat mal zwei Waffen. Alles klar. Können wir gut gebrauchen für die Vault, für die Quest. Dann haben wir hier noch einen Baseballhandschuh. Aber wisst ihr was einfach, Leute? Wir machen das einfach so. Wir haben ja eh gleich noch Bugsy im Anschlag. Wir machen morgen eine Folge, wo wir Bugsy auch nochmal ins Ödland ausführen. Und an dieser Stelle beende ich einfach jetzt mal die Folge und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Genau ab hier. Das ist doch ein guter Plan. Finde ich auch. Weil wenn ich das hier jetzt mache, mit dieser riesigen Vault, wo wir erstmal quer durchgelaufen sind, ohne dass irgendwas passiert ist, dann werden wir mit zwei Quests schon ziemlich gut in der Zeit liegen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Seo. Tschüss.